Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Nachdem ich nun vor ein paar Wochen ein Video gebracht habe zu den aktuellen Problemen in World of Tanks, ist es an der Zeit, auch mal über die positiven Dinge zu sprechen. Und wie ich das sage, sehe ich bei einigen von euch schon die Fragezeichen über den Köpfen. Ja, es gibt auch positive Sachen an oder in World of Tanks, denn nicht ohne Grund spielen immer noch so viele Menschen dieses Spiel. Klar, man ist nicht immer zufrieden mit der Entwicklung und wer halt gar keinen Bock mehr hat, der orientiert sich eben um. Aber grundsätzlich finde ich daran erstmal nichts Schlimmes, denn Menschen entwickeln sich weiter, das Spiel entwickelt sich weiter und nicht immer ist man damit zufrieden. Und Gott sei Dank gibt es ja auf dem Gaming-Markt genug Spiele, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann. Aber Fakt ist auch, World of Tanks, wie gesagt, spielen weiterhin sehr viele Menschen und die Frage ist, woran liegt das denn? Und ich möchte euch hier meine fünf Gründe präsentieren oder meine fünf Punkte präsentieren, warum das denn so sein, also warum das denn so ist oder warum es so sein kann. Die Punkte sind auf jeden Fall natürlich meine persönlichen Gründe. Jeder von euch kann und wird das vielleicht anders sehen. Lasst mir dazu gerne eure Meinung auch in den Kommentaren da. Entweder ergänzend, was euch vielleicht fehlt oder wo ihr das Ganze vielleicht ein bisschen anders seht. Punkt 1, und das ist glaube ich sogar schon der wichtigste Punkt, ist Spaß. Ja, man glaubt es kaum, aber der wichtigste Punkt an einem Spiel sollte Spaß sein. Klar ist, für jeden von uns bringen andere Sachen Spaß, aber World of Tanks macht anscheinend dahingehend einiges richtig, weil es wobei vielen den Spaßfaktor in irgendeiner Form anspricht. Ich persönlich habe Spaß daran, virtuelle Panzer zu fahren oder virtuell Panzer zu fahren. Ich habe Spaß daran, meine Neugierde, wie man so schön sagt, nach immer anderen Panzermodellen in World of Tanks zu befriedigen. Ich bin halt ja so ein kleiner Technik-Nerd, was das vielleicht angeht. Und World of Tanks, wie gesagt, befriedigt halt diese Nachfrage bei mir ziemlich gut. Denn wir wissen ja, die Varianz im Spiel, was Panzer angeht, die ist wirklich, wirklich groß. Außerdem bietet mir das Spiel mit den unterschiedlichen Klassen eine gefühlte unendliche Möglichkeit an Varianz. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich weiß gar nicht, wie viel Panzer es mittlerweile im Spiel gibt. Und da ist natürlich auch die Abdeckung der Spaß-Range, möchte ich mal nennen, relativ groß, beziehungsweise deckt natürlich eine sehr breite Nachfrage von den unterschiedlichen Spielern ab. Punkt Nummer 2, gemeinsam und alleine. Ich kann World of Tanks alleine mit fremden Leuten im Zufallsgefecht spielen, aber ich kann auch jederzeit, oder mal fast jederzeit, mit Menschen, mit denen ich gerne spiele, zusammenzocken. Also sei es halt im Platoon im Zufallsgefecht oder mit noch mehr Leuten im Clan bei Bollwerkgefechten oder in den Clan Wars. Das gefällt mir und ich habe fast jederzeit die Möglichkeit, mich zwischen den beiden Möglichkeiten zu entscheiden. Hier kommen wir auch wieder zu dem Punkt der Varianz. Ich kann halt einfach sagen, ich habe jetzt gerade mal eine halbe Stunde Zeit, fahre halt zwei, drei schnelle Runden einfach alleine. Aber ich kann auch sagen, heute Abend habe ich einfach Bock mit, sei es First von und Sturmeier oder mit wem auch immer, einfach zwei, drei Stündchen zusammen zu spielen und nicht nur Spaß am Spiel zu haben, sondern halt auch mit dem gemeinsamen Spielen Spaß zu haben. Und das ist ja eigentlich bei Spielen immer so. Einerseits, dass man das Spiel selber halt spielt und dass man das aber auch gemeinsam macht. Punkt Nummer 3, Grafik. Mit 1.0 wurde die Grafik sehr stark aufgewertet und das Spiel sieht einfach meiner Meinung nach super aus. Sicher, besser geht immer, aber 1.0 hat das Spiel halt grafisch immens weit nach vorne gebracht. Natürlich jetzt nicht an die Spitze aller PC-Games, die man so kennt, aber Fakt ist, das Spiel sieht wirklich gut aus. Grafik betrifft aber das Spiel nicht nur im Allgemeinen, also wie die Level oder die Maps aussehen oder die Panzer. Es ist halt auch die detaillierten Möglichkeiten, wie ich meinen Panzer individualisieren kann. Und das finde ich sehr gut. Und klar ist, ja, Optik ist immer subjektiv und ist Geschmackssache. Das muss nicht jedem gefallen. Und das wird auch nie jedem gefallen. Aber egal, was andere vielleicht sagen, mir gefällt das Spiel grafisch sehr gut und ich finde es immer wieder toll, was für kleine Details man an den Panzern so entdecken kann.
Was ich hier noch gerne hätte, was mir bei dem Punkt halt noch fehlt, um ihn vielleicht in der Rangliste weiter oben anzusiedeln, wären halt Wettereffekte oder Tag-Nacht-Wechsel, beziehungsweise wenigstens Nachtkarten. Irgendwas von diesen drei Sachen wäre es zumindest cool, wenn man das mal auf einem Sandbox-Server sehen könnte oder auf einem Test-Server, einfach mal um zu merken, okay, das ist cool, das könnte man vielleicht später auch mal bringen oder es liest sich cool, ist aber dann irgendwie nicht cool zu spielen. Da, finde ich, hat Wargaming noch ein bisschen Potenzial, aber grundlegend sieht das Spiel meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr, sehr gut aus. Punkt Nummer 4. Immer neuer Content. Ja, das ist grundlegend erstmal ein positiver Grund. Sicherlich nicht jeder Content gefällt langfristig, siehe zum Beispiel die Radpanzer oder vielleicht die Einführung von zu starken Premium-Panzern. Klar, Kritik würde ich an der einen oder anderen Stelle, trotzdem grundlegend entwickelt Wargaming das Spiel immer weiter und bringt neue Sachen ins Spiel. Das sind nicht nur neue Premiums, auch neue Tech-Trees werden implementiert. Gerade eben bekommen wir ja die polnischen Mediums und wenn alles gut läuft, dieses Jahr auch sogar noch italienische Heavies. Also wir sehen schon, nicht nur auf der Bezahlseite, sondern auch auf der, ja, sagen wir mal, Free-to-Play-Seite bekommen wir weiterhin neuen Content. Auch Spielmodi kommen immer wieder ins Spiel, natürlich immer nur zeitweise. Der Hauptspielmodus besteht halt weiterhin aus den Zufallsgefechten. Aber auch das zählt zu Content und zeigt halt, dass Wargaming das Spiel auch in diesem Bereich immer weiterentwickelt und den Spielern halt immer neue Möglichkeiten bietet. Und jetzt der letzte Punkt, Punkt 5. Und ich weiß, der wird höchstwahrscheinlich sehr kontrovers diskutiert werden. Das ist Free to Play. Und ja, ich sehe jetzt schon, wie einigen hier dann wieder der Kaffee aus der Nase kommt. Und trotzdem, meiner Meinung nach, beziehungsweise es ist nicht nur meine Meinung, es ist eigentlich auch ein Fakt, das Spiel ist free to play. Das heißt, ihr könnt euch das Spiel runterladen, ihr könnt euch das Spiel installieren, ihr könnt das Spiel starten und ihr könnt auch ohne einen einzigen Euro ausgeben zu müssen für das Spiel World of Tanks spielen. Ich behaupte nicht das ganze Spiel, aber große Teile von World of Tanks sind eben free to play und das ist auf jeden Fall ein positiver Grund. Aber wieso auch? An irgendeiner Stelle, also wieso auch nicht das ganze Spiel? An irgendeiner Stelle möchte Wargaming natürlich Geld verdienen. Daran ist erstmal grundlegend nichts Verwerfliches dran und die Mitarbeiter, die bei Wargaming arbeiten, wollen natürlich bezahlt werden. Genau wie jeder von euch pünktlich von seinem Chef das Geld haben möchte. Ich glaube, das kann jeder von uns, der arbeiten geht und eigenes Geld verdient, nachvollziehen. Aber zurück zu Free-to-Play. Das Spiel lässt sich locker, meiner Meinung nach, bis mindestens Tier 6, vielleicht sogar Tier 7, ohne den Einsatz eines einzigen Euros spielen. Und damit bekommt man bereits einen sehr großen Teil des Spiels, ohne auch nur einen Euro auszugeben. Klar, dass man irgendwann an eine Paywall stößt. Das weiß, glaube ich, jeder, der länger World of Tanks spielt. Sei es durch zu wenig Credits, die man dann in den Runden noch verdient, in den höhertierigen Gefechten, oder vielleicht sogar durch die Credits, die man dann miese macht in den höheren Stufen, kommt man irgendwann an den Punkt, dass man Premium braucht. Oder vielleicht durch den zu langen Grind, den man halt hat, wenn man keinen Premium-Account hat. Aber auch hier nochmal der Hinweis, Wargaming zwingt niemanden von uns, die höheren Tierstufen zu spielen oder auch nur Geld in irgendeiner Form, sei es für Premium-Spielzeit, sei es für Premium-Panzer, sei es für Gold, für was auch immer, Geld auszugeben. Das ist unsere eigene Entscheidung. Und natürlich macht Wargaming ein sehr gutes Marketing um das Spiel herum und schafft natürlich auch durch gewisse Spielmechaniken sehr starke Anreize, dass man anfängt, für das Spiel Geld auszugeben. Aber nochmal der Hinweis von Anfang an, man muss das nicht tun und man kann auch in den Tierstufen, ich sag mal 1, 2, 3, das wird man jetzt nicht so lange spielen, aber man kann auch in den Tierstufen 4, 5, 6 und 7
sehr viel Spaß haben über eine lange Zeit hinweg. Man muss, wenn man nur diese Tierstufen spielt, kein Geld ausgeben. Das kriegt man auch credits technisch so hin, ohne einen Premium-Account zu haben. Und man bekommt halt auch schon in diesen Bereichen Klassiker, also Panzerklassiker, die man spielen kann, die man halt, ich sag mal, aus dem echten Leben, sei es aus Museum, sei es aus Büchern, irgendwoher halt kennt, mit denen man sich in irgendeiner Form identifizieren kann. Das waren meine 5 Gründe, warum ich World of Tanks mag und warum ich vor allen Dingen World of Tanks weiterhin spiele. Klar ist, und wer mich kennt und meine Streams verfolgt, ich kritisiere viel an dem Spiel. Und ich habe auch in den letzten Monaten und Jahren, wenn man das ein bisschen genauer verfolgt hat, auch meinen Zeitanteil, den ich mit World of Tanks verbringe, reduziert. Aber wie auch am Anfang schon gesagt, ein Spiel entwickelt sich weiter, ein Mensch entwickelt sich weiter. Und wenn es halt an irgendeinem Punkt nicht mehr passt, dann sollte einfach jeder von uns die ehrliche Entscheidung sich gegenüber selber treffen, dass es vielleicht einfach nicht mehr passt. Daran ist auch nichts Verwerfliches dran. Es bringt also nichts, sich wirklich jahrelang über etwas aufzuregen und dann aber keine Konsequenzen daraus zu ziehen. Jetzt würde einer doch sagen, du spielst das Spiel doch aber auch nicht, du hast auch keine Konsequenzen gezogen. Doch, ich habe Konsequenzen gezogen. Ich spiele mittlerweile deutlich weniger World of Tanks als früher. Das hat einerseits mit dem Spiel zu tun, andererseits aber auch andere Gründe. Und wie gesagt, die 5 Gründe, die ich hier aufgeführt habe, sind halt die Gründe, warum ich World of Tanks immer noch mag und warum ich es halt auch immer noch, auch wenn ich es weniger spiele, aber immer noch spiele. Jetzt kommt halt am Ende noch die Frage, was sagt ihr zu der Liste? Seid ihr damit einverstanden? Wollt ihr sie erweitern? Seht ihr es an manchen Punkten anders? Würdet ihr Punkte halt austauschen? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Schreibt mir einfach rein, was eure 5 Punkte vielleicht sind, die euch gefallen oder was an meinen Punkten euch nicht gefällt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihm gerne ein Däumchen nach oben da. Abonniert auch gerne meinen YouTube-Kanal, um keine zukünftigen Videos mehr zu verpassen. Mein Dank geht raus an meine großen Unterstützer auf YouTube und auf Twitch. Das sind Parsival, Kulle, Ködö, Iron Dark, Synam und Thomas. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.